Sind wir in einem Bullenmarkt? Nein. Sind wir in einem Bärenmarkt? Ja. Aber vielleicht haben wir die Chance, jetzt einen Boden innerhalb dieses Bärenmarktes auszubilden. Das ist ein Prozess. Das ist nichts, was von heute auf gestern passierte. Da gibt es Fortschritte und dann wieder Rückschritte. Aber erstaunlich ist, dass wir gestern nach vergleichsweise robusten US-Konjunkturdaten, die ja normal schlechte Nachrichten für die Märkte sind, zunächst runtergekommen sind, aber dann doch relativ impulsiv wieder nach oben gegangen sind. Das zeigt für mich, dass wir wahrscheinlich diese Erholungsbewegung noch nicht beendet haben, dass da noch Potenzial ist. Die Frage ist eben, wie viel Potenzial ist da und wann und warum kommt der nächste Rückschlag und wie groß wird der? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal sehen wir hier oben im Chart den Kursverlauf gestern. Da hatten wir dann ADP-Arbeitsmarktberichten, Ticken besser. Wir hatten ISM-Index Dienstleistung, Ticken besser, allerdings Preiskomponente für die Märkte eigentlich gut, weil es zeigt, dass der Inflationsdruck deutlich nachlässt. Und da sind wir dann also runtergegangen und dann ziemlich impulsiv gerade nach oben gegangen bei den US-Indizes. Insgesamt sieht man ja, das ist in der unteren Grafik erkennbar, dass in Bärenmärkten die stärksten Rallyes passieren. Das kann man zeigen etwa beim Nasdaq, der seit 1981 existiert. Und 80% der 40 größten Rallyes sind in Bärenmarktsituationen passiert, nämlich in den letzten drei Bärenmärkten. Und so können wir durchaus dynamische Bewegungen jetzt auch weiterhin nach oben sehen, zumal eben viele auf der Short-Seite unterwegs ist, wie ich gleich zeigen werde. Ein Faktor war gestern, wie Bloomberg berichtet, eine riesige Portion an Optionstrades, die offenkundig von einer Institution ausgeübt wurden. Das hat dazu geführt, dass letztendlich hier ein Aufwärtsdruck auf die Märkte ausgeübt wurde, dem dann viele gefolgt sind. Market Maker mussten oder wollten ihre Positionen zur Absicherung auf der Unterseite auflösen. Also da hat jemand ein bisschen nachgeholfen, könnte man sagen, ob bewusst oder unbewusst, jedenfalls eine Wette darauf gemacht, dass die Aktienmärkte steigen. Und das unter sehr ordentlichem Volumen. Die Fed beharrt weiterhin auf ihrer Sicht, dass man nicht die Zinsen senken wird im nächsten Jahr, dass man die Zinsen weiter anheben muss, weil die Inflation ebenso stark sei. Das hat jetzt Bostic gestern nochmal klar gemacht. Und die Märkte sagen, nee, das werdet ihr nicht machen. Und die Märkte werden wahrscheinlich jetzt recht bekommen. Die Märkte lagen falsch seit Beginn des Jahres, als man unterschätzte, wie stark der Wille der Fed ist. Der Wille der Fed ist nach wie vor da. Aber die Punkte, die die FED zum Umlenken, zum Umsteuern zwingen, die sind jetzt dringlicher geworden. Da haben wir diese systemischen Risiken sichtbar, Credit Suisse etwa, sichtbar Bank of England, Rettung der Pensionskassen. Wir haben einen sehr wahrscheinlich relativ doch kurzfristig deutlicher nachlassenden Inflationsdruck in den USA und wir haben eine Wirtschaft, die sehr bald sehr deutlich abkühlen wird in den USA. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Lage ist, wenn wir jetzt mal diese Saisonalität nehmen, nämlich vor Midterm Elections, die ja Anfang November sind, unter einem demokratischen Präsidenten, der das zweite Jahr im Amt ist. Und hier sehen wir, das hat bisher hervorragend funktioniert, fast 1:1 unten diese Linie, wo Sie den Pfeil, wo Sie die Maus hier erkennen, wenn Sie sie erkennen. Hat bisher fast wirklich 1:1 funktioniert und das würde bedeuten, dass wir bis Mitte Oktober um und bei nach oben laufen und dann nochmal einen finalen Rücksetzer sehen, bevor dann eine saisonal sehr, sehr günstige Zeit kommt. Und wir haben beim Leitindex S&P 500 jetzt gut 6% zugelegt seit dem Tief am Freitag, das wir gesehen hatten. Und dennoch sind wir noch ein bisschen überverkauft, trotz dieser Rallye. Das zeigt, wie angespannt die Situation wäre. Wir sehen nach wie vor bärisches Sentiment. Pardon, ein bisschen erkältet oder ein bisschen stärker erkältet. Hier sehen wir der Anteil der Bullen jetzt auf 23,9% gestiegen. Immer noch sehr, sehr wenig. Immer noch knapp 55% der bärisch und vor allem die NAAIM-Number, also die Allokation von Vermögensverwaltern bei 12, irgendwas, extrem niedrig. Und diese Vermögensverwalter, das zeigt hier folgende Grafik von Ron Walker, die tendieren dazu, am Boden zu verkaufen, also besonders pessimistisch zu werden. Also die sind jetzt nicht dabei. Da ist natürlich schon Potenzial, dass sich diese Rallye zunächst mal fortsetzt.
Weil schlichtweg eine Art Unterallokation in Aktien der Fall ist. Wir sehen hier das Total Put Volume in letzter Zeit. Wir sehen Anteil Bullenbären in Börsenbriefen. Also das ist alles doch sehr, sehr bärisch, diese Stimmung und diese Charts, die suggerieren, wir würden jetzt etwas haben wie 2008, diesen Crash. Die würde ich jetzt nicht unbedingt als gute Analogie begreifen. Vielmehr dürften wir bald einen kurzfristigen Boden bilden, an den Aktienmärkten rauflaufen. Und wenn alle dann in 2023 jubeln und sagen, wow, jetzt geht das alte Spiel wieder weiter, dann kommt der echte Bärenmarkt nochmal auf uns zu. So meine Prognose. Hier sehen wir nochmal gleich den Durchschnitt, der hier im Put-Call-Ratio extrem hoch. Und jedes Mal, wenn wir sehr hohe Werte des Put-Call-Ratios haben, dann ist der Boden nahe. Wenn wir tiefe Werte haben, also wenige Leute abgesichert sind, dann geht es nach unten. Hier sehen wir auch am Future-Markt noch sehr negative, Positionierung. Also auch hier Eindeckungsbedarf. Das alles kann diese Bewegung weiter nach oben treiben. Hier sehen wir auch übrigens mal, dass in ein Short ETF auf den S&P 500 jetzt so viel Geld bereits seit Anfang des Jahres geflossen ist wie never ever before, seit es dieses ETF gibt. Also viele, die sichern sich gerne ab, vielleicht für bestehende Long-Positionen. Und jetzt eine glasklare Produktempfehlung, meine Damen und Herren. Sie kennen ja vielleicht Jim Cramer, den Börsenclown von CNBC. So ein typischer Amerikaner, wenn man will, der nur ein bisschen clownartig daherkommt, aber es wahrscheinlich ernst meint und der immer Aktienempfehlungen gibt und damit meistens hervorragend falsch liegt. Und jetzt gibt es ein sogenanntes inverses Cramer ETF. Also das tut genau das Gegenteil dessen, was Cramer sagt. Wenn Cramer sagt, diese Aktie kaufen, dann wird diese Aktie leer verkauft. Also praktisch eine Wette gegen Jim Cramer mit dem Kürzel SJIM, sollte man sich merken, ist fast eine todsichere Sache, in Anführungszeichen. Hier sehen wir nochmal von Ron Walker das, was ich schon mal gezeigt hatte in diesem, in einer Grafik, in einem Chart. Wir haben diesen Abwärtstrendkanal. Wir haben diesen Abwärtstrendkanal gehalten. Wir haben den 200 Moving Average of Weekly gehalten. Ganz wichtiger Punkt gewesen, dass da der Markt gedreht hat. Das hatten wir am Freitag erreicht. Jetzt sehen wir diese Erholungsbewegung, die zunächst mal gestern korrigiert wurde. Dann haben wir diesen Rebound geschafft. Wir sehen heute Morgen erstmal eine etwas schwächere Öffnung. Aber wir haben das Potenzial beim S&P 500 entweder in den Bereich 3850. Das wäre das 61er-8er Retracement des Hochs, das wir im September gesehen haben, also diesen Abverkauf seitdem. Oder wir gehen zum 50er Retracement, das wären 3900 Punkte, also da wäre dann schon noch ein bisschen Luft. Also da ist denn noch etwas vorhanden. Hier habe ich diese 3900 mal in der zweituntersten Grafik in diesem Chart von Capital.com ein bisschen eingezeichnet. Da hatten wir verschiedene Hochpunkte, verschiedene Punkte, Drehpunkte. Da laufen Kurse dann nochmal gerne hin. Insgesamt haben wir durch die robusten, aber nicht übermäßig tollen US-Konjunkturdaten gesehen, dass die Terminal Rate Expectations wieder nach oben gegangen sind. Also die Erwartung, wo dann die Fed in Sack haut, also wo praktisch der Gipfel der Zinsanhebungen ist. Wir sehen, dass die Financial Conditions ein bisschen easier geworden sind, weil die Anleiherenditen etwas gefallen sind, die Aktienmärkte sich etwas erholt haben. Will die Fed ja nicht so gerne sehen, aber noch sind wir weit weg von Euphorie. Und eine Sache, die hier auch Rubini in einem Artikel für Project Syndicate auf den Punkt bringt, ist, wir haben Notenbanken, die sehr entschlossen wirken in der Bekämpfung der Inflation. Wir haben auf der anderen Seite aber Regierungen, vor allem die jetzt Konjunktur- oder Hilfspakete schnüren, wie etwa in Deutschland, dieses 200 Milliarden Dollar Euro-Paket, wir haben Maßnahmen in England und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben Notenbanken, die jetzt praktisch gegen eine fiskalische Welle der Regierungen, die den Leuten in der Energiekrise helfen wollen, ankämpfen müssen. Und der Druck auf die Notenbanken wird aus meiner Sicht früher oder später immer größer, den Regierungen hier zu folgen. Und hier eine extrem interessante Grafik, die zeigt das Vertrauen in maßgebliche Finanzinstitutionen, also etwa in die Fed. Und wir sehen, dieses Vertrauen ist hier deutlich nach unten gegangen. Klar, die Fed zum Beispiel, wie andere Notenbanken, haben die Inflation völlig falsch eingeschätzt. Jetzt sind sie voll auf dem Bremspedal, wahrscheinlich zu viel, nachdem sie vorher zu wenig gebremst und zu viel auf dem Gaspedal waren.
kommt jetzt der nächste Fehler. Aber interessant ist, dass jedes Mal, wenn das Vertrauen in die Notenbanken stark erodiert, dann relativ zeitnah Zinssenkungen folgen. Also das ist eine interessante Analogie, die hier zu beobachten ist. Wenn wir nochmal kurz zum Ölmarkt kommen, da gab es ja gestern diese Produktionskürzung der OPEC Plus. Staaten sehr zur Unfreude, sehr zum Missfallen von Joe Biden und seiner Regierung. Der hat jetzt gesagt, wir werden neue Wege finden, um die Energiepreise, vor allem die Tankstellenpreise, nach unten zu bekommen. Und jetzt, interessant, will man die Sanktionen gegen Venezuela lockern, damit die ihre Ölproduktion hochfahren können und damit mehr Angebot auf den Markt kommt. All das dürfte uns nicht viel helfen. Wir leiden vor allem unter hohen Strom- und Energiepreisen, Gaspreisen. Das zeigt sich jetzt bei den Auftragseingängen der deutschen Industrie. Rückläufig minus 2,4%, erwartet nur minus 0,7%. Das ist so eine der Zahlen, die wir uns noch merken, weil sie noch ziemlich gut ist. Wir werden dann bald immer stärker abstürzende Daten hier sehen, weil sich diese Energiekrise immer stärker durchs System frisst. Und hier sehen wir mal die sogenannten Day-Ahead Electricity Prices, also die relativ kurzfristig zur Anwendung kommenden Elektrizitätspreise in die Europa. Da sehen wir Schweden 4, Norwegen 22, Finnland 4, Deutschland 101, Frankreich 256. Also wir sehen einen massiven Unterschied zwischen Skandinavien und dem Rest Europas. Warum auch immer, gut, Norwegen, klar, die haben sehr viel Gas, die können das selber bestimmen. Warum aber in Finnland und Schweden die Preise so niedrig sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist dieser Unterschied natürlich frappant im Vergleich zu anderen Teilen der Eurozone oder der EU insgesamt. Was ist los mit den Grünen? Gestern hatte ich ein Video gemacht, Katar, Habeck und die EU schuld an hohem Gaspreis, als ich zeigte, dass Katar zum Beispiel sich fast schon lustig macht und sagt, die Deutschen und die Europäer, die haben null Plan, die haben keine Ahnung, denen fehlt es an Fachwissen, die sind im Prinzip ja, völlig orientierungslos. Jetzt Norbert Bolz, der sagt, die Grünen sind wie eine Sekte, keine politische Partei, weil sie sagen, die Deutschen müssen vorangehen und dann werden die anderen schon irgendwie folgen, also sozusagen so ein missionarischer Impetus. Allerdings, Herr Bolz, ist der Begriff Sekte falsch, denn Sekte ist immer eine Abspaltung, eine kleine Abspaltung innerhalb einer größeren Glaubensgemeinschaft. Die Grünen sind schon eine veritable Glaubensgemeinschaft, eine Religionsgemeinschaft, die natürlich jetzt mit der Realität konfrontiert ist, wenn wir sehen, Habeck hat sich ein Superministerium aufbauen können. Das Klimaministerium gleich noch mit vereinnahmt, da sind wahnsinnig viele Leute, deren Ziel es eben gewesen ist, diese grüne Wende zu schaffen, Atomkraft zu beenden. Und jetzt kommen sie in eine Situation, wo die Realität ihrer Ideologie so offenkundig widerspricht, dass sie natürlich in Schlingern kommen und dann so fadenscheinige Argumente suchen oder seltsame Kompromisse versuchen zu finden, weil die Realität ihrer Ideologie so deutlich widerspricht. Was sagen dann Ideologen in der Regel? Ja, nicht meine Ideologie ist falsch, sondern die Realität ist falsch. Aber die Realität, die ist doch sehr wirkmächtig hier derzeit, wie wir sehen, und drückt sich in Preisen aus. Wie schaut es mit den Preisen an der Börse aus? Warum die Märkte steigen werden? Angst, etwas zu verpassen. S&P 500. Warum es gute Gründe gibt, dass wir jetzt diese Gegenbewegung sehen und warum sie weitergehen könnte. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Hier sehen wir mal, was los ist in den USA am Immobilienmarkt. Hypothekenzinsen in den USA auf 16-Jahres-Hoch. Die Käufe brechen ein. Das ist ein Crash in Zeitlupe, den wir da sehen. Also zwei Empfehlungen. Ich huste jetzt mal ganz entspannt und sage Ihnen Servus und ciao.